Also für mich macht ein gutes Foto eigentlich mehr der Inhalt aus, gar nicht so die technischen Aspekte des Fotos. Der Inhalt muss mich ansprechen und dann ist das für mich ein gutes Foto. Die Parallele ist tatsächlich das Kreative, was man in der Wissenschaft und im Labor natürlich auch machen muss. Für mich ist die Balance zwischen Klinik und Wissenschaft etwas Wichtiges. Es gibt Zeiten, wo in der Klinik Dinge nicht gut funktionieren, es gibt Zeiten, wo im Labor Dinge nicht gut funktionieren und man kann beides miteinander ganz gut kompensieren. In der Kinderonkologie haben wir das Problem, dass die Fallzahlen der Patienten insgesamt so niedrig sind, dass wir als Fachgebiet uninteressant sind für Pharmaindustrie. Darum gibt Pharmaindustrie kein Geld aus für unser Fachgebiet. Und wir sind darauf angewiesen, in der akademischen Forschung die neuen Dinge voranzutreiben. Und darum sind wir eben auch auf Spendengelder angewiesen. Ja, unser schönstes Erlebnis im letzten Jahr war ein kleines Mädchen, das mit 12 Monaten eine Leukämie hatte, mehrere Rückfälle dieser Leukämie. Und sie war schließlich in einer Situation, wo wir sie eigentlich nur noch zum Sterben hätten nach Hause schicken können. Und hatten dann aber eine ganz neuartige zelluläre Therapie, eine sogenannte KT-Zelltherapie zur Verfügung, die wir im eigenen Labor auch mitentwickelt haben. Und es ist uns dann gelungen, durch Gabe dieser KT-Zellen das Kind gesund zu machen. Das ist jetzt ein Jahr her, sodass wir zuversichtlich sind, dass die Leukämie auch nicht zurückkommt. Und das war natürlich eine Freude für das ganze Team, tatsächlich in der Anwendung am Patienten zu sehen, was man mit der eigenen Forschung anfangen kann. Mein Name ist Angelika Eggert, ich bin Einstein-Professorin für Krebsforschung bei Kindern und leite die Klinik für Kinderonkologie und Hämatologie an der Charité.